So. Mit wem muss ich reden? Da vorne. Okay. Nicht auf ansprechen, ja, das weiß ich, aber trotzdem, das ist eine persönliche Sache. So habe ich es immer geregelt. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Schön. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Aber Fendel ist leider nicht mehr im Dorf. Der ist verschwunden und ich habe alles abgesucht und der ist einfach nicht da. Auch in seinem Haus nicht. Nachts nicht. Tagsüber nicht. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Da ist da. Schön. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Ja, endlich. Finally. Eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Ja, macht ihr mal. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Oh, neue Stufe, schön. Was haben wir denn da? Okay, was nehme ich denn da? Ausdauer? Ja, nehme ich Ausdauer, so. Okay, was nehmen wir denn da? Da brauchen wir 40, okay, was haben wir da? Zwei Waffen, ja nee. Werde ich weniger verwenden, was haben wir hier? Schloss knacken, Was haben wir hier? Schwere Rüstung. Oh, von Angriffen wird schon nach. Ne. Bullshit. Okay, naja, das wird ja weniger sein. Ja, mal schauen. Schießkunst. Ja, das habe ich schon angeschaut. Hab ich vergessen. Okay, Schleichen noch mehr. 6 Wachenschaden, okay. Nehmen wir das. Schön. So. Aber ihr seid bereit. Lena, Krossisan, Strulul, Wolf Nishmala, Klofrana. Seid ihr fertig? Mesnu Ismir, Domasir, Damaan, Darok. Haben wir's? Schön. Dovahkiin. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Rotgar steht euch nun offen. Ja, endlich. Schön, wir haben uns abgeschlossen. Finally! Was? Ja, wir können es offiziell tun. Jetzt können wir Fußrodan so oft wir wollen. Schön. Tja, okay, das hätten wir. Dieses Kapitel hätten wir abgeschlossen. Dann
Tja, was dann? Was denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen zuerst das mit den Gefährten, damit wir stärker werden. Okay. Fangen wir an. Das Kapitel stärker werden. So, okay, und die Lachen sind schon weg. Schön. Wer bist du denn? Kriegsbär. Adrienne. Draußen, in ihrer Schmiede. Achso, du bist der. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Okay. Wir müssen irgendwann mal einen zusammenheben. Ja, machen wir mal. Oh, die Lache ist noch da. Ihr sucht meinen Gatten Nasim. Nein, so nee. Seht ihr am besten im Hinterteil des Jana. Der kriegt er der Zeit für gewöhnlich. Macht keinen Ärger, Kaji. Nee. So. Schon wieder an? Schnappt sie euch! Schaltet zu, wenn die Schulter sich dreht! Er gibt sich euch gegenüber Blößen! Sehr schön! Los, rein da und schämt! Zurück mit ihm! Ein Kampf! Nein, wirklich! Nereva, leite mich! Ihr seid jämmerlich. Verdammt. Ja, das habe ich auch noch vor. Hilfe! Der ist einfach nur nervig. Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Aber ich habe für ihn was Spezielles geplant. Sehen. Nur leider kann ich es noch nicht tun. Ich werde euch mit Freuden töten. Ihr wagt es, gegen einen Dunmer zu kämpfen? Ach, ist das spannend. Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Eigentlich könnte ich die Gelegenheit ja nutzen, um hier mal ein bisschen aufzuräumen, oder? Ja, das hat ja fast Skyrim-Tradition. Was zum Teufel? Ah, neues Blut. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Warum spawnt jetzt alle hier? Ich wollte hier aufräumen. Schade, dann halt ein anderes Mal. Wenn ich bei der Diebesgilde bin, dann wird alles abgeräumt. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Darf ich? Ein Fremder betritt unsere Halle. Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Okay. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt,
was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Okay, schön zu wissen. Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ja, da hast du recht. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Hm. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Ich bin der Tane hier. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Tja. Momentan komme ich irgendwie klar. Aber ich habe noch eine Menge zu lernen. Das ist die richtige Einstellung. Hm. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Ja, los, steh auf. Mach schon. Oh. Das ist ein Spaß hier. Mit der Diebesgilde mal auf Diebestour gehen. Na, das war so Spaß. So spaßig Spaß. Die ganzen Städte auseinanderzunehmen. Na los. Finde den Weg. So. Und speichern. So. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Ja. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Was glaubt ihr, wo ihr hier seid? Bei uns wird nicht mit Magie gekämpft, Jungblut. Und jetzt greift mich an. Ihr hättet nicht... Was glaubt ihr, wo ihr hier seid? Okay, jetzt machen wir richtig. Bei uns wird nicht mit Magie gekämpft, Jungblut. Und jetzt greift mich an. Bei Ismir lebend kommt ihr hier nicht raus. So, nicht das. Schlecht. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Wilkas Schwert. Gleich mal wegschmeißen. So. Wilkas Schwert. Schade. Okay, das kann man auch machen. Oder geht das überhaupt? Kann man alle töten? Na egal. So.
Okay, die Himmelsschmiede, glaube ich, oder? Schön. Was führt euch her? Ja. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Mhm. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Okay. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Mhm. Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eolund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Hm, schön. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Was denn? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Noch mehr Bodengänge. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Na schön. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Okay, und das ist also die Übersetzung für eine gute Anstellung, okay. Was Neues gelernt. Hallo, KSV Seld. Wo ist denn das? Moment. Haben wir das ausgerüstet? Okay. Ja, die ist da drin, okay. Wo ist denn hier die Tür? Ah, da. Sieht alles gleich aus hier. Ihr habt da vermutlich noch eine Frage? Das habe ich für dich. Viel Spaß damit. Oh. Na schade, nichts zu mitnehmen. Ja, mir geht's gut. Und dir? So, hallo, darf ich mal? Ist das ein Sternkontes? Okay, sorry für die Störung. Jetzt schauen die mich an. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Einige könnten es versuchen, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Was dann? Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Mit eurer Hilfe? So viel Glück könnte man ihnen nur wünschen. Mhm. Darf ich mal? Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Warum sollte ich das wollen? Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Moment. Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ja, später mal, aber... Ja, ich halte nichts von Prahlerei, das stimmt. Ah, ein Mann der Tat. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Mhm. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit! Mhm. Schön, dann folgen wir mal. So. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Mhm. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Ah ja, wirklich. Interessant. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Ja, mal schauen. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Mhm. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan.
So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Ja, danke. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht... Ja, suche. Gib her. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Was denn? Blutsauger. Vampire. Nein, nicht die. Seid äußerst vorsichtig. Ein Biss. Und ihr könntet als einer von ihnen enden. Ich weiß. Oh, Oblivion Trauma. Nein. Bloß weg mit denen. Ausgezeichnet. Zeigt keine Gnade. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Mhm. Ja, das hattest du schon erwähnt. So, Mist, ich sehe dich, wer gefollowt hat. Okay, SV Zelt. Willkommen an Bord. Viel Spaß hier auf unserer Reise durch die verschiedenen Spiele. Jetzt auf einmal spielst du Skyrim. Ja, also ich habe mal zum Release von Skyrim auf der PS3 gespielt vor 6 Jahren. Also 2011, 10/11 so rum. 220 Stunden etwa. Hab die beiden Stories abgeschlossen, alle Gilden und Nebenquests, was ich halt so gefunden habe. Naja, und jetzt seit gestern vor 6 Jahren. Oder seit 6 Jahren spiele ich wieder Skyrim. Einen zweiten Durchlauf. Okay, was müssen wir jetzt tun? Vampire töten? Was sind denn die? Na toll, so einen Auftrag direkt am Anfang. Willst du mich verarschen? Ich könnte krank werden und das will ich nicht. Ich will den Oblivion-Trauma nicht nochmal durchleben. Okay, wo sind denn die? In einer Höhle? So, da drüben. Ach so, und das ist ein Problem für Weißlauf, okay. Soll ich das tun? Was haben wir denn sonst noch? So, da wollte ich hin. Nein, kann ich wechseln, so. Jetzt aber. Finde die rote Vadoni. Fluch, da müssen wir gegen Hexenraben kämpfen. Und ich bin noch unsicher, ob wir das schaffen. Was haben wir denn hier alles? Okay, das könnten wir tun. Machen wir das hier mal. Dann haben wir es schon mal. Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich auch nur gewässert auf PC wegen Mods. Ansonsten wäre ich bei der PS3 geblieben. Na? Wenn wir einen Drachen töten konnten. Hey, wo ist denn der? Was zum Teufel? Hä? Okay. Achso, das ist der. Achso. Mit dem Bauch voller Miet wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Ah ja, wirklich. Ins Knie bekommen. Pfeil ins Knie, ja, ja. Ja, ja. So, wo bist denn du? Da. Hallo. Ah, ja. Schön euch. Das ist ein Aufstieg, was? Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. Nice. Vielen Dank. Danke nochmal für die Lauferei. Da ist meine Stimme gestorben. Bei so viel Gold, das hält meine Stimme kaum aus. Okay, dann schauen wir, haben da noch was. Diesen Feuerhügel. Ach, kein Moment. Ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Ihr wart ein guter Freund für mich. Ja, du mir auch. Das bedeutet mir etwas. So, machen wir das hier mal. Das kenne ich noch.
Feuerschleierhügel, so heißt der. Sollte easy sein. Okay. Okay, jetzt kommt Geisterstunde, als alle die Angst haben. Bitte wegschauen. So. Jetzt wird es gar nicht zu einem Horrorspiel. Denn wir haben es hier mit Geistern zu tun. Noch. Okay, zuerst mit Drogen. Zuerst haben wir es mit Drogen zu tun. Ach man, die Assenschiff wollte ich nicht. Weg damit! So. Hallo, der Wakes. Oder Wakes? Wakes? Ja, ich bin Schweizer. Okay, das war interessant. Sag mal, Werbung, was? Ist Werbung aktiviert hier? Okay. Geht fort von hier. Nein. Geht fort von hier. Nein. Geister. Geht. Holy shit, jetzt hab ich Angst. Okay. Schön getroffen. Das sieht interessant aus. Okay, du. Wo soll das hinmachen? Da. Pfeil ins Knie. Ach Mann, warum? Ach, lassen wir's. Ach, ich erinnere mich. Ein Hebelrätsel. Was haben wir hier? Vor den Zeitaltern der Menschheit. Okay, interessant. Gewicht, wie sieht's aus? Okay. So, okay. Aha. Wirklich. Ist das spannend. Okay, das darf ich nicht aktivieren. Easy going. Einfach ein bisschen ausprobieren. Noch eins. Lehrling. Oh shit. Nicht sterben, Dietrich. Nicht sterben, dankeschön. Ja, ein Dietrich tot ist immer so traurig. Was ist das für eine sinnlose Falle? So. Okay, hier sind Fallen am Werk. So. Nein! Ach, schon der fünfte Dietrich, der gestorben ist. Verdammt. Ach, das geht mir immer so nah. Meine besten Freunde, die einfach so drauf gehen. Und solche Fallen, die sind so sinnlos. Das trifft überhaupt nicht. Und was haben wir denn hier? Nein! Okay, ist auch wieder sinnlos.
Als ob man direkt da reinlaufen, wenn man das sieht. Ich verstehe es nicht. Oder ich bin zu schlau. Schleim, Schleim. Für solche Fallen. Ja, ich spiele mit Mods. Ich muss halt hier noch irgendwie eine Modliste verlinken. Aber ich kam noch nicht dazu. Okay, sorry. Aber das mit dem Schlau und so war nicht ernst gemeint. Ach. Da ist der Geist. Der Windelman Windelius. Das ist ja scheiße. Und wie scheiße. Holy shit, was hat denn der? Und... So, Tür zu. Bleib draußen. Ich geh hier mal weg. Nein, will ich nicht. Okay, das ist easy. Tschüss. Warte selbst noch. Dann stier. Nicht weglaufen. Und. Schön. Okay, das war interessant. Okay. So, das war Windelius, der Windelman. Was hat denn der hier gemacht? Magie vom Himmel, okay. Windelius, Tagebuch. Oh Mann, noch mehr zum Vorlesen. Mit meinem erkälteten Hals. Okay, kleinen Moment. So. Ich habe mein Lager im Innern des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss dort sein. Alle meinen Nachforschungen zufolge muss ich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch ich konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einen Beutel klapperte. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt mich auf eine Idee. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schema ist perfekt. Es sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Ivarstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Erfolg. Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich musste lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit den Armen fuchteln. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollte sie fernhalten, während ich meine Suche nach der Klaue fortsetze. Okay, das ist schon interessant. Sein Plan. Es ist fast ein halbes Jahr vergangen und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue. Oder irgendwelche Hinweise auf ihren Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden, sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzuheuern. Also muss ich alleine weitermachen. Okay. Sie ist nicht hier, sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Ivarstadt. Sie müssen nicht mich durchschaut haben. Durchschaut. Aber nun spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden und die Reichtümer für sich behalten. Ja, jetzt dreht ihr langsam durch. Wieso? Wieso quälen sie mich? Wieso vernichten sie mich nicht einfach? Ich bin... Wer bin ich? Mein Verstand umwölkt mich sich... Ach, umwölkt sich. So ist es nicht so schwer. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabes? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? Und er hat die Zeit vergessen. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihre Verbrechen teuer bezahlen.
All jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht, ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Tja. Bitte lassen, ne? Kunde den Feuerschleierhügel, genau, aber... Wo bekamen wir nochmal die Klaue her? Ich glaube, ich weiß wo. So, mit welchem Mod spielst du? Ich kann es mal kurz zeigen, denn ja, die Liste ist noch nicht da. So. Also da, dass man die Karte besser sieht, mehr Blut, kalt und nass. Dass die Händler 10.000 Gold haben, dass diese Steine da markiert sind. Mehr Drachen und stärker. Aber das kommt später. Besserer Loot und besserer Kampf. System. Und das mit Partner Nax in der Main Story. Und das einfach Just for Fun. Just for Fun, dass die Wegbeschreibungen besser sind. Also diese. Wie heißen das? Ich habe das Wort vergessen, leck mich doch. Andere Skelettarten. Und keine Vampirangriffe in der Städte. In der Städten. So. Das ist alles, aber zusätzlich gibt es irgendwo noch diesen Rucksack, aber ich habe keine Ahnung, von welcher Mod das kommt. Ach man, das Wolle ist noch nicht gut getan. Meine Stimme stirbt. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich die Klaue herbekomme. Was soll das denn? Ja, was soll das denn? Und was soll das? Okay, muss ich nur das umlegen, na schön. So. So. Habe ich das eigentlich ausgerüstet? Wo ist denn das? Ah, da, okay, gut. So. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Okay, den Himmel im Auge behalten. Das wird aber schwer. Und das sei auch, rollert immer noch. Besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Mach es doch selbst, ich habe Besseres zu tun. Entschuldigt, mein Herr. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Okay, wir haben die Klaue. So war das. Geschichte mit Nafi. Wer ist Nafi? Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie auf der anderen Flussseite. Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Raida hat immer Zutaten gesammelt auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Okay. Müsste ich von hier etwas, wo ich mir nachnehmen sollte? Ich habe dort den Eingang zu so einer Höhle gesehen. Die Leute nennen sie Geiermunds Halle. Keine Ahnung wieso. Ihr solltet besser einen Bogen darum machen. Raida hat sie kein Glück gebracht. Okay, machen wir das als nächstes. Sobald wir das mit dem Feuerschleierhügel haben, so. Okay, aber diese Quest ist mir neu. Das mit diesem Typen, den habe ich nie entdeckt.
Da bin ich mal gespannt. Huch, achso. Dachte, da liegt eine Leiche. Ich sehe schon lauter Leichen hier. So viel getötet habe ich schon.